Grüß Gott. Der Titel unseres heutigen Talks lautet: Wie der kleine Sebastian die Welt erobern wollte und was dabei schief ging. Eine Moritat aus Österreich. Und als Untertitel könnte man nehmen, haben wir auch genommen: Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Das ist ein Zitat, mit dem sagt der Sebastian Kurz auch in das Bewusstsein der deutschen Bundesbürger sozusagen aufgepoppt ist oder eingetreten, eingedrungen könnte man ja auch sagen. Die tätigte als Außenminister, das ist 6 Jahre her, da war er relativ frisch gebackener Außenminister und hat sich als ganz migrationsfeindlich und flüchtlingsfeindlich dargestellt und gesagt, wir müssen das alles zumachen. Sein Slogan war ja auch immer, ich habe die Balkanroute geschlossen. Wie bin ich von Merkel, von der deutschen Regierung aus Brüssel gescholten worden, als ich damals die Balkanroute geschlossen habe? Und da hat man ihm vorgeworfen, dass es daraufhin, naja, eben zu hässlichen Bildern kommt. Und dann hat er gesagt, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Wir zeigen aber nicht hässliche Bilder aus Moria, sondern wir zeigen hässliche Bilder aus seiner Karriere, die ja mit einem Krach geendet hat. Wie ist es denn dazu gekommen? Vor ungefähr 10 Jahren hat dieses Bild zum ersten Mal Sebastian Kurz in die österreichische Öffentlichkeit eingeführt. Das war ein Hammer, ein schwarzer Hammer, genannt das Geilomobil. Und unter dem Slogan Schwarz ist geil, Schwarz-Wien ist eben auch geil, trat der junge, blutjunge, vielleicht 19 Jahre alte Sebastian Kurz zum ersten Mal an. Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, Schwarz macht geile Politik, Schwarz macht geile Partys und Schwarz macht Wien geil. War zur allgemeinen, wir haben alles sehr verblüfft, ja, die Reaktion war alle so, wie bitte? Und, aber seine Erfolge waren eigentlich sehr gut. Sebastian Kurz ist in seiner kurzen Karriere zum Coverboy der Rechten geworden. Also Time Magazine, ja, und waren ja nicht die einzigen. Das gab es von Newsweek auch. Und ja, die Ästhetik ist richtig. Erinnert doch an die, ja genau, also nein, ich glaube, das ist gewollt. Das ist durchaus passend und so war ja auch gestylt. Die Frage ist, wie kam es dazu, dass dieser Strahlemann der neuen Rechten so einen Bauchfleck hingelegt hat? Jetzt wird er sich einen neuen Job suchen müssen, was eventuell mit Problemen verbunden ist, denn Sebastian Kurz hat keinerlei Ausbildung außer Matura für unsere deutschen Kollegen Abitur. Und tja, er ist jedenfalls in der Versenkung verschwunden. Wir schauen uns jetzt aber an, wie mit einer Reihe von hässlichen Bildern seine Karriere zu belegen ist und was zu seinem Sturz geführt hat und wieso, obwohl man dabei lachen kann, es einem dann doch ein bisschen Angst werden sollte, weil es hätte nicht unbedingt so kommen müssen, es wäre auch anders gegangen. Was war denn der Auslöser für die Krise? Der Auslöser für die Krise war diese Festplatte. Diese Festplatte war bei einem Mitarbeiter, einem engen Mitarbeiter aus dem engsten Umfeld von Sebastian Kurz, dem Herrn Schmidt. Der hat sie als Backup-Platte in seinem Mac-System eingesetzt, hauptsächlich für sein iPhone. Es waren dann schon die ersten Gerüchte unterwegs und wir kommen dann gleich dazu, wieso es dazu kam. Und die Staatsanwaltschaft machte, immerhin, man muss jetzt mal dazu kommen, eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, das ist äquivalent zu der deutschen Kanzlervilla in Deutschland,
und im Finanzministerium. Thomas Schmidt, der war Generalsekretär im Finanzministerium und hat seine ganzen Chats darauf gespeichert, als Backup, und zwar WhatsApp-Chats, erstaunlicherweise, nicht einmal Signal. Und wie dann das Gericht kam, es wird jetzt eine Hausdurchsuchung geben, respektive wie aus dem ebenfalls befreundeten Justizministerium oder dem Herrn Pilnacek sozusagen, das war der Vertrauensmann der Kürzregierung, die Warnung kam, da gibt es eine Hausdurchsuchung, da wurde fieberhaft alles gelöscht, das ist alles dokumentiert. Und diese Festplatte hat sich als schadhaft herausgestellt. Zumindest hat der Herr Schmidt so gesehen und hat sie nicht zum Schreddern gebracht. Denn es wurden diverse Festplatten zum Schreddern gebracht. Da gab's, das wurde entdeckt, ging durch die Medien mit einem Foto, gab es ein bisschen einen Shitstorm, aber die Festplatten waren geschreddert und man konnte nicht nachweisen. Und das lief also, und hat sich nur dazugesellt zu den zahlreichen Shitstorms und Affären, die ÖVP da zog. Diese Festplatte wurde nicht geschreddert, weil sie wäre schadhaft. Da, bei der Hausdurchsuchung wurde sie mitgenommen und siehe da, sie war nicht defekt. Es war alles drauf. Und alleine aus der Auswertung dieser Chats wird ersichtlich, wie das System kurz funktioniert hat, wie hoch illegal vorgegangen wurde, Steuergeld verschwendet, gelogen, gefälscht, unter Druck gesetzt, also strafrechtlich galore, und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Ganz kurz, das Erfolgsrezept des Sebastian Kurz in Kürze: er hat die ausländerfeindliche FPÖ rechts überholt. Sie wissen, rechts neben der ÖVP gibt es noch eine andere Partei, die FPÖ, die Freiheitliche Partei. Diese ist heute eine stramm rechte Partei, vergleichbar der AfD in Deutschland, mit einer etwas längeren Tradition. Er hat sich dabei eigentlich nicht so plump aufgeführt, sondern das hat ganz gut funktioniert. Dann wurden immer Maßanzüge getragen, aus der Sorte, wir nennen das in Österreich, aus dem vierten Stock hineingesprungen, also hauteng, körperbetont, wie das der damaligen Mode entsprach. Dann hat er sich in der Partei nach oben geputscht und hat dabei sowohl dem eigenen Parteivorstand Übles nachsagen lassen, als auch mit dem Koalitionspartner bereits besprochene Projekte torpediert, damit in dem anschließenden Trubel der Parteivorstand desavouiert wird und er den Parteivorsitz übernehmen kann. Dann hat er begonnen, einmal den Parteivorsitz übernommen habend, hat er sofort das Marketing der Partei geändert. Die Schwarzen sind also jetzt nicht mehr die Schwarzen, es gibt eine neue Parteifarbe, die sogenannten Türkisen. Und es heißt auch nicht mehr die ÖVP, sondern die neue ÖVP. Das war so sehr professionell gemacht. Daneben wurden Medien unter Kontrolle gebracht, einerseits durch Inseratenkorruption, schon in seiner Zeit als Außenminister und vor allem mit Geld aus dem Finanzamt, aus dem Finanzministerium, Verzeihung, aber auch das Inseratenbudget des Außenamtes, wie unser Außenministerium heißt, wurde also um ein Vielfaches erhöht. Wo man mit Inseratenkorruption nicht weiterkam, wurde geplant, dass einer der Milliardärkumpels, mit denen Kurz sich gern umgab, nämlich René Benko, die Kronenzeitung von der WAZ, die Anteile, die die Westdeutsche Allgemeine Zeitung an der Kronenzeitung hält. In der Zwischenzeit muss man sagen, hielt, denn Benko hat sie tatsächlich übernommen und hat damit eine Minderheitsbeteiligung an der Kronenzeitung. Das ist Österreichs größte Tageszeitung, vergleichbar in etwa der Bild. Das hat aber nicht funktioniert, weil in der Zwischenzeit ist es hinfällig. Wo es gut funktioniert hat, ist in der Tageszeitung Österreich. Mit der wurde, das ist eine ebenfalls, aber von den Fellner-Brüdern herausgegebene Tageszeitung, ein übles Boulevard. Weiß nicht, wie ich das, es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland in der Form. Und die haben also geschrieben, was Kurz wollte.
wenn die, als er dann in der Regierung war und den Vorsitz der ÖVP übernommen hatte und bei der ersten Nationalratswahl, die er bestritten hat, strahlender Sieger geworden ist, gab es diesen Klüngel von Mitarbeitern im Bundeskanzleramt, die haben am Wochenende immer ausgemacht, was sie für Themen setzen durch die Woche. Da wurde dann am Sonntag schon angefüttert, Zeitungen mit Themen. Am Mittwoch wurde das dann bekannt gegeben. Und indem er die Themenführerschaft übernommen hat, hat er also medial die Wähler eingelullt, sehr erfolgreich. Dazu wurden auch noch in allen Ministerien Generalsekretäre installiert, die dann dort exekutiert haben, was die Regierung wollte. Und dann hat er auch noch das als besonderes Schmankerl, wenn wir österreichisch sagen, die Partei fast wie eine Sekte konstruiert oder umgebaut oder zumindest projiziert. Da gab es eine Veranstaltung anlässlich der ersten Nationalratswahl in der Stadthalle mit 15.000 Personen anwesend. Sebastian Kurz spricht und ja, es schaut aus wie eine Sektenveranstaltung und so lief es auch ab. Es ist sehr beängstigend. Witzigerweise gab es ein paar Wochen später ebenfalls in der Stadthalle eine Veranstaltung, die war tatsächlich von einem Prediger, von einem US-Prediger veranstaltet und dort war Kurz anwesend und er wurde gesegnet und es wurde um seinen Wahlsieg gebetet. Also das wurde ganz groß und bewusst inszeniert. Er hat von seinen Mitarbeitern, auch in seinen engsten Mitarbeitern, absolute Nibelungentreue immer verlangt, dass sie immer das tun, was er will und dass alles verschwiegen wird und dass alles schmiedeeisern zusammenhält. Und wie es dann eng geworden ist, hat sich ausgestellt, die Nibelungentreue, die er verlangt, war er nicht zu geben selber bereit. Er hat also Mitarbeiter hemmungslos unter den Bus geworfen und seine Charaktereigenschaften sind selbst als er abgetreten ist, hat er sich nicht entschuldigt oder irgendwas zugegeben, sondern immer nur weinerlich gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Ich war ja immer da alles der besten Absicht. Also gehen wir es ganz kurz durch, wie sich das in einem Zeitraster abgespielt hat. Die ÖVP stand vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren ganz schlecht da, die ganze Regierung stand schlecht da. Österreich wurde von einer großen Koalition regiert zwischen SPÖ und ÖVP. Und so wie in Deutschland hatten die österreichischen Wähler die große Koalition ziemlich satt. Und daraufhin wurde das Integrationsstaatssekretariat erfunden, eigens für den Herrn Kurz. Das hat er 2011 bis 2013 geführt. Und hat dabei eine ganz harte Linie geführt, Integration durch Leistung, hat das sozusagen die FPÖ offen rechts überholt und hat das aber ganz geschickt gemacht und die Leute waren eigentlich ganz begeistert. Also er hat gute Werte gehabt. 2013 schließlich wird er Außenminister, das bleibt er dann 4 Jahre lang bis 2017. Ganz wichtig dabei, 2015 ist das Jahr der Flüchtlingskrise, auch in Deutschland, und da fällt dieses Zitat, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Und Kurz schließt die Balkanroute, das zitiert er wortwörtlich immer und immer wieder. 2017 wird das Ibiza wieder aufgezeichnet und Kurz geht als großer Sieger aus der Nationalratswahl hervor. Also das Video wird aufgezeichnet, aber es weiß noch keiner was davon. Kurz hat sich in der Zwischenzeit in der Partei hochgeputscht, hat seinen Vorgänger ganz kalt abgeschossen. In den Chats wird das dann ersichtlich, wir können es im Detail noch anschauen. Ah ja, und die Wahlkampfkosten werden deutlich überschritten. Es gibt eine Vereinbarung in Österreich zwischen den Parteien, dass in den letzten 8 Wochen vor einer Nationalratswahl nicht mehr als 7 Millionen Euro ausgegeben werden dürfen. Die ÖVP gab 12 Millionen aus und war der erste große Skandal. Tut uns leid, wir wissen nichts davon. Also wurde dennoch verurteilt, hat als Strafe 800.000 Euro gezahlt und das wurde offenbar
mit einer Millionärsspende, mit einer Milliardärsspende beglichen, denn es hat nicht wirklich Löcher in die Kasse der ÖVP gerissen. Es wird die Regierung mit der FPÖ gebildet, durchorchestriert von Kurz und seinen Getreuen bis ins Letzte. Als Gegenleistung durch das Mitziehen der FPÖ wird der erste fette Posten vergeben, nämlich der Generaldirektor der Casinos. Dieser wird der Herr Siedlow, ein FPÖ-Funktionär aus einem Wiener Gemeindebezirk. Qualifikationen hat Herr Siedlow keine. Er hat, ich weiß nicht, er war Buchhalter irgendwo, sagt er. Ja, es hat einen Riesenskandal gegeben. Es gab den ersten großen Shitstorm der Regierung, Kurz 1. Und der Herr Siedlow ist nicht lange Generaldirektor geblieben, wurde dann wieder abserviert. Vor allem, als die FPÖ-ÖVP-Koalition zerbrach. Das ungeachtet hat der Siedler ordentlich abgesandt, weil er hat schließlich einen rechtmäßigen Vertrag gehabt, der wurde erst aufgelöst. Der dürfte rund eine 500.000 kassiert haben. So genau wissen wir das nicht, aber egal, ist ja nur Geld. 2019 endlich wird das Ibiza-Video veröffentlicht. Es platzt der absolute Skandal und die Koalition zerbricht. Die Grünen verweigern im Parlament den FPÖ-Ministern das Vertrauen und auch Kurz verliert den Misstrauensantrag. Es wird eine Übergangsregierung eingesetzt von Fachleuten für ein paar Monate und Kurz geht in seinen zweiten Nationalratswahlkampf, den er ebenso mit Bravour gewinnt, mit fast noch einem besseren Resultat als den ersten. Und er bildet mit den Grünen eine Regierung, die zweite Regierung Kurz, die grün-türkise Regierung. Und wieder gibt die ÖVP zu viel Geld aus im Wahlkampf. Diesmal sind es 13 Millionen Euro statt der 7 Millionen, die der Vereinbarung entsprechen. Die österreichische Stadt, die Wiener Stadtzeitung, der Falter, ein Wochenmagazin sozusagen, schreibt das und schreibt, Sebastian Kurz hat das bewusst und absichtlich gemacht, wird von der ÖVP geklagt und bekommt vor wenigen Wochen Recht. Es ist also, das Urteil ist ergangen und der Falter darf das zu Recht behaupten. Ja, die ÖVP hat bewusst die Wahlkampfkosten überschritten. Das geht aber im allgemeinen Trubel des nunmehr sich langsam entfalteten Skandals einfach unter, fällt nicht weiter auf. Durch das Ibiza-Video wird aufgedeckt, wie das intern zwischen ÖVP und FPÖ so läuft. Und es wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und es wird verschiedenen Verdachtsmomenten nachgegangen, unter anderem auch, dass angeblich Meinungsumfragen gefälscht worden seien und dass es auch beim Geld und beim Budget nicht immer ganz mit rechten Dingen zugegangen sei. Es kommt zu besagten Hausdurchsuchung, es kommt zur besagten Beschlagnahme der kaputten Festplatte, die nicht kaputt ist, ist alles drauf. Finde ich interessant noch, wenn wir vom Geld reden, 98% der ÖVP-Spenden in den letzten zwei Jahren, die bilanziert sind, das ist 18 und 19, stammen von Milliardären und Konzernen. Sie verbuchte damals 2,7 Millionen Euro an Parteispenden. Dann zahlen wir auch gern die Strafe fürs Überziehen. So, der Untersuchungsausschuss wird 2020 eingesetzt. Das ist knapp zwei Jahre her, nicht einmal. Und immer mehr Details kommen heraus, hauptsächlich durch die Chats auf dem Telefon des Thomas Schmidt. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz durch, wer ist dieser Klingel um Sebastian Kurz. Da gibt es ein Buch des Kronenzeitungsredakteurs Klaus Knittelfelder mit dem Titel Inside Türkis. Da beschreibt er das als einen männerbündischen Klingel und schreibt dort auch, ja, es kam wohl auch dazu, dass in den Büros übernachtet wurde auf Feldbetten. Man hat sich dort am Abend, zu langen Abenden zusammengefunden. Ich überlasse das jetzt eurer Fantasie. Gehen wir es im Einzelnen durch. Ganz wichtig sind also die folgenden Personen. Der Stefan Steiner ist ein Jahrgang 78,
ein dreifacher Vater, und das ist aus der Kiesehe, und der hat das Ganze erfunden, das Ganze Türkis. Der Stratege im Hintergrund hat selber keine politische Funktion, hat eine eigene Firma gegründet, deren einziger Kunde der Sebastian Kurz selber ist, als sein Berater sozusagen, stand, weil derzeit ist ja der Herr Kurz weg vom Fenster und wir wissen nicht, wo er ist genau, steckt hinter der türkisen Migrationspolitik, dem Familienbonus und der Corona-Politik. Der nächste hinter dem Herrn Steiner ist der Herr Fleischmann, Gerald Fleischmann, das ist der Medienstratege der Türkisen und gleichzeitig im Bundeskanzleramt verantwortlich für die Medienpolitik der Bundesregierung. Also, das ist der, der diese Message Control perfektioniert. Samstags erste Informationshäppchen an ausgewählte Medien, mittwochs nach dem Ministerrat, wie ich das schon erzählt, wird es dann angefüttert, das Thema, und man dominiert die Medien. Unliebsame Medien wurden von Fleischmann sehr brutal angegriffen und versucht zu unterdrücken. Also man hat mit aller Gewalt versucht, die Thematik, die Hoheit der Thematik zu behalten und zu führen. Dann der nächste ist in der Partie ist der Herr Bernard Bonelli, ein vierfacher Vater und ein erzkatholischer Kabinettschef. Also Kabinettschef vom Kurz. Man sagt ihm nach, dass er für das Opus Dei arbeitet, ist trotz enormen Arbeitspensums jeden Sonntag in der Heiligen Messe. Seine Frau arbeitet nicht und passt auf die vier Kinder auf. Er ist ein gelernter Unternehmensberater, verhandelte in heiklen Themen mit dem Koalitionspartner und gab die Losungen aus, die die Pressesprecher dann der einzelnen Ministerien, respektive die Pressesprecher des Bundeskanzleramtes, zu verteilen hätten. Man muss dazu sagen, dass das Bundeskanzleramt unter Kurz über 80 Leute ausschließlich in der Medienarbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit hatte. Das heißt, das ist ein Stab von über 80 Leuten, die da gespielt haben, von WhatsApp über Facebook, über Twitter, über andere Social Medias bis hin zu eben, dass der Herr Fleischmann beim ORF anruft und befiehlt eigentlich, dass die Headline geändert gehört oder dass man das so und so nicht darstellen kann oder was halt die lieben Zeitgenossen so tun, wenn sie intervenieren bei den Medien. Dann gibt es den Herrn Johannes Frischmann, das war ein Pressesprecher der Türkisen, der Partei selber. Der oberste Messenger-Kontrolleur sozusagen setzt um, was Fleischmann ausgegeben hat, bei den Medienterminen immer im Hintergrund, hinter Kurz dabei. Dann eben besagter Thomas Schmidt, das ist der Koordinator aller dieser Intrigen, vor allem im Finanzministerium, wo er als Generalsekretär eingesetzt war. Der Thomas Schmidt war dann vorgesehen im Rahmen der Postenverteilung einer der begehrtesten Jobs, außer Casinos Austria, ist Vorstandsvorsitzender der ÖBAG. Das ist eine Aktiengesellschaft, die die Beteiligung des österreichischen Bundes Dingen wie Bahn und Post und Wasserwerken und ähnliche Dinge, also das, was vom Familiensilber noch da ist und nicht verscherbelt wurde in den neoliberalen Jahren der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, verwaltet. Das sind immerhin 35 oder 40 Milliarden Umsatz im Jahr, summa summarum. Und das ist ein schön dotierter Posten und da kann man sich schon wichtig machen. Für diesen Posten war der Herr Schmidt vorgesehen. Der durfte sich daher, nachdem dieser Posten vom Finanzministerium ausgeschrieben wurde, durfte sich der Herr Schmidt dort seine eigene Ausschreibung selber schreiben und gleichzeitig auch noch seinen Aufsichtsrat aussuchen, so wie er es haben wollte. Wir werden das uns gleich dann im Detail auf den Chats anschauen. Dann der Finanzminister selber, Gernot Blümel, auch ein ganz enger vom Freund, der Haberer, vom Bubenkanzler, Kurz. Seine Freundin fuhr während der Hausdurchsuchung mit seinem Laptop spazieren. Ja, ist wirklich, ich schwöre es. Der Laptop war nicht da und es hat sich herausgestellt, seine Freundin war spazieren mit dem Kinderwagen und dem Kind. Und ups, der muss uns hineingerutscht sein. Nein, wie kann denn das passieren? Man hat ihn inzwischen gefunden, es war eh nichts Wichtiges drauf, es wurde alles gelöscht. Es war ja bis auf die Platte, die man für kaputt hielt, alles gelöscht, tatsächlich. Dann gibt es noch den, ich habe ihn eingangs schon mal erwähnt, den Herrn Christian Pilnacek.
seit Jahren heimlicher Justizminister, der, wie es losging mit der Hausdurchsuchung, wie die angekündigte Hausdurchsuchung nicht mehr hintanzuhalten war, hat dann im Chat abgesetzt, wer bereitet den Finanzminister, in dem Fall schrieb er, wer bereitet Gernot auf die Hausdurchsuchung vor, und bezeichnete Hausdurchsuchungen als Putsch. Wenn wir schon bei den Groben sind, da gab es noch tatsächlich einen Mann fürs Grobe. Das ist der Andreas Hanger, der Kettenhund der ÖVP. Hat die ÖVP im Untersuchungsausschuss vertreten, hat Pressekonferenzen veranstaltet zu linken Zellen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, das ist die diese Hausdurchsuchungen instigiert hat, und hat schon vor Hausdurchsuchungen verkündet, dass es nichts zu geben wird, dass es nichts zu finden gibt, weil wir hätten eh alles gelöscht. Und ganz zuletzt die einzige Frau in diesem Klingel, die Eli Köstinger, die Ministerin für Landwirtschaft und Telekommunikation. Ich finde das ja immer super. Ja, Gasfaser am Land, ne? Im ländlichen Raum. Gut, ich weiß, gegenüber Deutschland wird Österreich immer beneidet, weil es zumindest eine GSM-Abdeckung, eine halbwegs vernünftige des Landes gibt. Ich kann euch mitteilen, unsere Glaswassersituation ist außer bescheiden, nur bescheiden. Und von der Frau Köstinger stammt auch der berühmte Ausdruck Kupfer ist sexy. Und so ist das. Resultat heute ist die ÖVP, die ein Überwachungsgesetz nach dem anderen eingeführt hat oder gefordert hat, zum Beispiel den Bundestrojaner, und der vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde, und auch die Vorratsdatenspeicherung, die auch vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde, die ist jetzt plötzlich gegen die Überwachung von Handys. Weil, ups. Nachdem bekannt geworden ist, welches Ausmaß die Korruption hatte, von Kurz. So, wir schauen uns jetzt einmal ganz kurz an, was denn in diesen berühmt-berüchtigten Chats auf der Festplatte denn so drauf war bislang und was denn gefunden wurde. Und hier ist einmal gleich ein erster. Sophie Kamersin, sagte Herr Thomas Schmidt, Sophie Kamersin ist die Tochter eines berühmten Umfragechefs, eines ehemaligen Umfrageinstitutsbesitzers vom Kamersin, die war Ministerin, wahrscheinlich unter der ÖVP, war Familienministerin, hat aber ihren Job bald wieder aufgegeben. Aus ihrem Umfeld, entweder von ihr direkt oder von ihrer Mitarbeiterin Beinschab, kommen die gefälschten Umfragen. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber so wie es aussieht, das sind einmal die Anschuldigungen. Ja, hier steht ganz unten, der Mitterlehner eben ein Arsch. Das kam nicht so gut. Aber das ist einmal. Da ist einmal gleich das nächste. Hier kann man sehr schön sehen, mit den Fellners, also der Wolfgang Fellner ist mit seinem Bruder, der Helmut Fellner, Besitzer des Medienhauses Österreich, mit der Boulevardzeitung Österreich. Und da sieht man genau, der Pierre könnte es selber lesen. Donnerstag Brexit, samstags Maschinensteuer, sonntags Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Eintritt von Steuergeld. Erschienen ist jedoch die Privatstory von Schelling, und dann sind sie halt sauer, mega sauer, echte Frechheit. Und der Herr Fellner knickt und sagt, oh, das tut mir leid, ja, es tut mir leid, wir werden uns ändern, wir werden uns bessern. Hier ist das nächste Chat-Stückchen. Das ist B, ist die berühmte Frau Beinschab, die fragt, ob sie die qualitative Studie den Betrag ein bisschen erhöhen kann, wenn sie das zurechnen sagt. Der Herr Thomas Schmidt sagt ja, Frau Beinschab sagt danke. Übrigens, sage ich jetzt hier in diesem Zusammenhang, vor wenigen Tagen ein, nun da Kurz sozusagen weg ist und einen neuen Finanzminister gibt, der hat angeordnet, im Haus die ganzen Umfragen festzustellen, wo denn welche da sind. Angeblich gibt es 13 Umfragen, gefunden haben sie 11. Davon sind, wie das so schön heißt, zwei veraktet.
Das heißt, von zweien gibt es tatsächliche Aktenaufzeichnungen, Bestellungen, Bezahlungen, was auch immer. Der Rest schwimmt als Papier irgendwo im Ministerium herum. Zwei sind plötzlich völlig unauffindbar und bei einer war ausgemacht, ein Honorar von ca. 30.000 Euro. Bezahlt wurde das mehr als 4,5-fache, das zum Beispiel, so wurde das geregelt, so kam das zustande. Genau, das Team Kurz bestellte vor dem Parteivorstand der ÖVP eine Umfrage, die den amtierenden Parteiobmann Reinhold Mitterlehner schlecht aussehen lässt. Diese soll dann in Österreich Chefredakteur Werner Schiemer platziert werden. Johannes Frischmann, das ist ja einer der Männer im Hintergrund, Pressesprecher der Türkisen, hat dort angerufen und gefragt, wo sie ist, was hält sich nicht an die Vereinbarungen. Und der Thomas Schmidt sagt, aha. Und der Frischmann sagt ganz offen, wir zündeln. Hier ist gleich das Nächste. Der Thomas Schmidt sagt dem Johannes Frischmann, gute Arbeit. Und sagt dass auch die Beinschab, die wurde dann interviewt, als die ersten Gerüchte aufkamen. Ja, ihr könnt selber lesen. Das ist alles, spricht für sich. Und hier ist das offene Bekenntnis. Zahlen sind im Schwankungsbreite frisiert und wir schneiden schlechter ab als die ÖVP. Das habe ich umgedreht. Ich glaube, das nennt man eine Smoking Gun im Englischen. Ne? Das ist ein sehr klassischer. Da ging es, das war schon ganz am Anfang der Chose, da ging es darum, dass die ÖVP noch in der Koalition mit der SPÖ ausgemacht hatte, ein Geld für Kinder und Nachmittagsbetreuung für Kinder, nämlich 1,2 Milliarden Euro, mit Rechtsanspruch und waren alle Länder eingebunden. Und das hat Sebastian, wäre ein schöner Erfolg gewesen für den damaligen Parteivorsitzenden. Das hätte ihn gut aussehen lassen und das wollte Kurz nicht. Und da kommt die berühmte Frage, bitte kann ich ein Bundesland aufhetzen? Ihr wollt wissen, was richtig, die Vereinbarung wurde nie getroffen. Es gibt nach wie vor keine Nachmittagsbetreuung. Für sein eigenes Wohlergehen hat Sebastian Kurz Österreichs Kinder und Jugendliche um 1,2 Milliarden Euro betrogen. Hier noch einen Post, den ich euch auch nicht vorenthalten will, weil man ja so stolz war, zweimal eine Wahl gewonnen zu haben. Und Thomas Schmidt himmelt seinen Kanzler an. Der Kanzler blödelt höflich zurück. Dann gab es als Nächstes, sollte ich vielleicht nochmal erklären, Sebastian Kurz hat sich natürlich mit der Kirche auch noch angelegt. Und Schiebke ist der Generalsekretär der Bischofskonferenz. Thomas Schmidt hat angekündigt, der Kirche auf den Zahn fühlen zu wollen. Hat er damit was zu tun, dass die Kirche immer wieder gesagt hat, das ist nicht moralisch, was die ÖVP tut, und das mit den Flüchtlingen ist nicht in Ordnung. Also mit dem Anflug eines Restgewissens hat die katholische Kirche in Österreich, wir sind ein sehr katholisches Land, noch immer und noch trotz allem, ein bisschen gegen Kurz gelöckt, das hat ihm nicht gefallen. Da hat man der Kirche angedroht, alle Steuerprivilegien und überhaupt und so, und einmal in den Busch zu klopfen, was dann dahinter sein. Und Sebastian Kurz, ja bitte Vollgas geben. Und gehen wir gleich zum Nächsten weiter, da ging es nämlich dann weiter. Also Schiebke war fertig, ihr könnt es selber lesen. Er war zuerst rot, dann blass, dann hat er mir Zitrik-Schnaps angeboten, den ich in der Fastenzeit, aber freundlich und sachlich, also bitte. So, und jetzt kommt der nächste Teil dieses wichtigen Posts. Du Aufsichtsratssammler, weil Schmidt durfte sich ja den Posten bei der ÖBAG, nämlich bei der Beteiligungsverwaltung der österreichischen Bundesbeteiligung, seinen Aufsichtsrat selber zusammenstellen. Und ihr könnt das alles dort lesen. Ich liebe meinen Kanzler. Das ist ein bisschen zum fliegenden Wort geworden in Österreich. Ja, ich weiß, da stehen so leise, so komische Verdachtsmomente im Raum. Möglich, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich nicht relevant. Der Klaus Knittelfelder, das ist der Autor dieses Buches Inside Türkis,
die neuen Netzwerke der Macht, beschreibt das so, es gab immer wieder Bestrebungen und immer wieder haben sich die Leute in den Ministerien, im Bundeskanzleramt getroffen und haben dort auf Feldbetten in den Büros übernachtet. Es ging sehr männerbündisch zu. Das lassen wir jetzt einmal so stehen. Ich liebe meinen Kanzler. Und da flirtet der Thomas Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, seinen Finanzminister an. Und der flirtet ihn zurück an. Da ist offen klar, dass jetzt hier die Ausschreibung auf den Herrn Thomas Schmidt angepasst wird. Das scheint keinen Menschen zu stören. Und das ist wieder von ganz am Anfang noch. Thomas Schmidt schreibt an den Blümel, den späteren Finanzminister: Ich habe Sebastians Budget im Außenministerium damals noch um 35% erhöht und jetzt scheiße mir an und Mitterlehner wird flippen und Kurz kann jetzt Geld scheißen. Und der Blümel schreibt lakonisch zurück: Mitterlehner spielt keine Rolle mehr. De facto wurden die Ausgaben im Finanzministerium von irgendwie einstellig Millionen, nicht einmal, zu deutlich zweistellig im mittleren bis oberen Bereich angehoben, damit Sebastian Kurz mit Inseraten seine Bestechung vor allem der Medien fortführen konnte. Was mit dem Geld genau passiert ist, weiß man noch nicht. Das wird jetzt die nächste Zeit mit sich bringen. Und jetzt kommt der letzte Chat, bislang ausgewertet. Ich habe halt alles gelöscht. Oh, hat er eben nicht. Ja. Das ist seine Assistentin. In WhatsApp hat er vielleicht alles gelöscht. Und nochmal alles durchsucht und weggeworfen. Genial. Die Time-Maschine hat er übersehen. Ja, ich kann jetzt dazu nicht mehr sagen, außer ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr erschreckt. Ich bitte um Fragen und ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Dankeschön.